Wissen Sie, was Sie angerichtet haben mit Den Hagen? Das wird ihm möglicherweise erst bewusst, wenn er meinen Kommentar gesehen hat. Worum es in dem Video von SternTV vom 7.11.2018 ging? Kfz-Versicherung? Jein. Denn dann müsste man das Thema Kfz-Versicherung ja auch fachlich betrachten. Hat man aber nicht. Für euch habe ich wieder einmal die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Denn es könnte tatsächlich sein, dass es euch entgangen ist, was uns, wie hieß er doch noch gleich? Hermann-Tod Josef Den Hagen. Wer? Hermann-Tod Josef Den Hagen. Wer? Hermann-Tod Josef Den Hagen. Ah, okay, also was der liebe Tod Josef Den Hagen für fachliche Expertentipps für uns hat. Richtig, richtig Kohle bringen, richtig Ersparnis und vor allem lohnenswert. Was sparen kann. Den günstigsten Tarif kann sie sparen. Ersparnis. Dass sich das günstiger käme, das ist das günstigste. Das wird dann etwas günstiger. Günstiger? Und noch etwas bringt Vergünstigungen. Und das, was deswegen günstiger ist. Der günstigste Versicherer ist sparen. Möglich an Ersparnis, das ist ja schon richtig tolles Geld. Über 100 Euro sparen. 200 Euro sparen. Guck mal, die anderen können das 200 Euro billiger. Billig, billig, billig. 150 Euro günstig. Die besonders günstig ist. Und dann wird die Versicherung auch günstiger. Günstig, günstig, günstig. Für jeden kann was rausspringen. Ersparnispotenzial, ne? Über 200 Euro Ersparnis. Dann wären sogar 300 Euro drin. Na dann, viel Spaß beim Sparen. Schöne Ersparnis nach Hause zu gehen. Also Sparpotenzial im dreistelligen Bereich. Ja. Aber es kann sich lohnen. Die Betonung liegt auf kann. Also die Expertenmeinung ist, denke ich, deutlich geworden. Der Tod Josef Den Hagen ist ja Experte, also Sparexperte. Der soll doch überhaupt erstmal beweisen, dass der sparen kann und auch weiß, wovon er redet. Die Frage ist jetzt nur, wie wir als Zuschauer davon überzeugt werden können, dass der einfach richtig gut ist. Dieser Mann weiß, wie man spart. Deshalb kommt er zu Fuß. Das ist so geil. Entschuldigung. Alles klar, legen wir los. Jetzt schafft mal so ein paar Bürger ran, die begreifen, dass es bei der Versicherung eigentlich nur darum geht, mal so ordentlich zu sparen. Hier, was nehmen wir? Na? Ich bin alleinerziehend mit Kind. Gibt es eigentlich auch alleinerziehend ohne Kind? Entschuldigung. Also der Klassiker Alleinerziehende, weil die sind ja für Hermann-Tod Josef Den Hagen ein gefundenes Fressen. Denn gerade bei Alleinerziehenden sitzt meistens die Kohle nicht ganz so locker. Und dann macht es so richtig Spaß, den Lieblingsjoker rauszukramen. Die jährliche Zahlweise. Eine Sache fällt ihm sofort auf. Da steht monatlich. Monatlich ist ganz blöd, weil monatlich kostet tatsächlich ungefähr 10% mehr. Also wenn man es ja jährlich macht. Ja, okay, sind effektiv eigentlich 11,3 bis 13,7%. Aber da das von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich ist, schwamm drüber. Und jährlich zahlen ist tatsächlich günstiger. Aber... Warum zahlt sie ihren Beitrag denn nicht jährlich? Ja, warum zahlt denn eine alleinerziehende Mutter nicht einfach locker die 750 Stacken? Ich habe ja gerade gesagt, bei denen sitzt das Geld meist nicht immer so locker, aber vielleicht bei ihr schon, oder ist sie einfach nur... Ganz blöd. Bei der Summe fällt es mir persönlich auch schwer, das eben auf einmal zu zahlen. Ja, dann lass sie doch monatlich mahnen. Oder gibt's eine bessere Lösung? Doch der Finanzexperte würde für die Ersparnis sogar riskieren, das Girokonto zu überziehen, denn... Bei den Summen, die da normalerweise fällig sind, ja, ist der Dispo sogar billiger. Oh, ach so, das ist auch eine Variante. Einer alleinerziehenden Mutter zu raten, Schulden zu machen und schön ins Minus zu gehen. Hauptsache jährliche Zahlweise, weil bester Tipp. Also nochmal für alle zum Mitschreiben. Ihr macht das nicht. Auf keinsten. Wenn man nicht aus dem Dispo rauskommt und einen Privatkredit aufnimmt, um die Zinsschulden zu reduzieren, okay, aber um in der Kfz-Versicherung ein paar Euro zu sparen, damit man jährlich schafft, ein Dispo zu nutzen, in den Dispo zu gehen und so alles. Habe ich irgendwie eine falsche Wertevorstellung oder was ist hier verkehrt? Nee, nee. Naja gut, er knallt ihre Daten in ein Vergleichsportal. Und wer hat es gedacht? Richtig. Platz 1 ist dann der günstigste. Aha. Wer hat damit gerechnet? Damit hätte ich nicht gerechnet. Sag ich ja. Okay, hier kommt raus, dass sie sparen kann, also über 300 Euro, wenn sie wechselt. Unter der Voraussetzung, dass die Leistungen passen. Aber das betont er später auch nochmal in der Sendung, dass die das gemacht haben. Dann kommen im Anschluss noch ein paar weitere Beispiele, die aufzeigen sollen, dass es manchmal sinnvoll sein kann, zu prüfen, ob man seinen Versicherungsschutz über ein Familienmitglied abschließen kann oder machen kann. Häufig betrifft das junge Menschen. Aber auch auf die Berufsgruppe sollte man achten, weil auch da kann es oftmals günstiger sein, wenn man die mit berücksichtigt. Also das passt in dem Fall, ja. Statt es aber dabei zu belassen, unendlich mal professionell zu werden, kommt dann doch noch der Allesverbrecher-Typ. Das ist so genau der Typ Mensch, der weder Auto fahren noch befragt werden darf. Ich wechsle jedes Jahr.
Ich passe genau auf, wer mich bescheißen will. Und dann wechsel ich. Ja gut, das hat jetzt auf jeden Fall allen richtig geholfen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das Niveau vermisse ich ja bereits schon von Anfang an. Jetzt ist ein bisschen das Problem, wie vergleiche ich denn? Denn kein Vergleichsportal hat alle Anbieter integriert. Die unterscheiden sich schon auch. Was empfehlen Sie? Wie sollte man vorgehen? Also das Einfachste ist, entweder mehrere Vergleichsportale, also Check24 und Verivox, wir testen bei Finanztipp, die jedes Jahr, sind dieses Jahr die besten Portale. Die kann man nehmen. Mhm. Und dann gibt es blöderweise, oder wie auch immer, es gibt einen Versicherer, die Hook24, die besonders günstig ist. Klar, Check24, Verivox und Hook24. Das war der Expertenrat. Und die lässt sich auf den Portalen nicht listen. Ja, es gibt ja auch einen ganz entscheidenden Grund, warum sich manche Versicherer nicht auf den Portalen listen lassen. Weil die halt keinen Bock haben auf das Spielchen im Hintergrund. Aber dazu mehr in einem ganz anderen Video. Im besten Fall nimmt man eins von den Portalen oder und guckt bei der Hook. Also liebe Hook24, ihr müsst im Denhang jetzt schon mal schön 100.000 Mark aus eurem Werbebudget rüberschieben für die Werbung, die der hier gerade für euch veranstaltet. Jetzt folgen ganz heiße Tipps zum Leistungsspektrum der Kaskoversicherung. Aber was rede ich da? Nee, natürlich nur, wie es billiger geht oder dass man sie gar nicht braucht. Was empfehlen Sie beim Thema Kasko? Auf jeden Fall Selbstbeteiligung haben und Vollkasko für ein relativ neues Auto. Jo. Ein Teilkasko für so ein mittelaltes Auto. Jo. Und wenn es eine 3.000 Euro oder weniger sind, dann braucht man auch kein Kasko mehr. Hä? Eine neue Frontscheibe für ein 3.000 Euro Auto kostet anscheinend nur 50 Mark. Und wenn ich ein Reh umniete und mir die ganze Frontschütze wegreiße, kostet das auch nur 50 Mark, weil das Auto nur 3.000 Euro wert ist und ich deshalb keine Teilkasko brauche. Cool. Die Teilkasko richtet sich echt nicht ausschließlich nur nach dem Wert des Autos, das man fährt, sondern vor allem nach den persönlichen Gegebenheiten. Ich würde es so machen, wie ich gerade gesagt habe. Ja, wie Sie es machen wollen würden, interessiert aber halt keinen, weil Sie fahren nicht mein Auto und Sie bezahlen nur nicht meine Rechnung, wenn ich einen Schaden habe in dem Bereich, wo Sie mir gesagt haben, dass ich den nicht brauche. Oder wofür sich jetzt die ganzen Leute, die Sie im Fernsehen gesehen haben, jetzt auch nicht mehr versichern, weil Sie es im Fernsehen gesagt haben, dass man sie nie versichern braucht. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Kfz-Versicherung haben, wunderbar, Hermann Josef Den Hagen ist gleich in wenigen Minuten im Chat erreichbar für Ihre Fragen auf sterntv.de. Ja geil, gleich mal checken. Hallo Herr Tenhagen, braucht man eigentlich eine Insassenunfallversicherung? Vielen Dank für die Antwort. Nein, brauchen Sie nicht. Was ist denn das für eine Antwort? Nein, brauchen Sie nicht. Okay, ich kann gut nachvollziehen, man hat vielleicht nicht so viel Zeit während einer Sendepause, die Fragen ordnungsgemäß oder ausführlich zu beantworten, aber nein, brauchen Sie nicht. Das ist doch keine Antwort. Warum nicht? Warum macht die keinen Sinn? Warum würde vielleicht etwas anderes Sinn machen? Könnte man noch leicht mit antworten, ja. Muss man aber nicht. Billiger, ne? Ist einfacher. Weniger tippen. Billiger. Ich hatte im September einen Wildunfall. Schadenhöhe 4.000 Euro. Wirkt sich das auf die neue Schadenfreiheitsklasse aus? Ja, es sei denn, Sie haben einen Rabattschutz. Klar, weil das jetzt nämlich ganz neu in der Teilkasko, dass auch dort bei einem Schaden die Schadenfreiheitsklasse steigt. Nein, Mann! Beim Teilkasko-Schaden gibt es keine Rückstufung, weil es bei der Teilkasko auch keine schadenfreien Jahre gibt. Die Schadenfreiheitsklasse gibt es nur bei der Haftpflicht, also der Kfz-Haftpflicht und der Vollkasko. Es sei denn, Sie haben einen Rabattschutz. Ah ja, das ist aber ganz besonders interessant. Denn ich meine mich zu erinnern, dass der Tod Josef Tenhagen in der Sendung dazu noch was gesagt hat. Wie war da nochmal gleich sein Rat? Sie hat momentan einen Tarif mit Rabattschutz. Wenn sie den Rabattschutz, den sie drin hat, wenn sie sagt, also den braucht sie eigentlich doch nicht. Wenn sie das nicht machen würde, dann könnte sie auf über 200 Euro Ersparnis gehen. Raus damit, wer braucht das schon, Rabattschutz? Höchstens, du hast einen Wildunfall. In der Teilkasko. Dann wäre der Rabattschutz echt total hilfreich. Aber den hast du jetzt nicht mehr. Weil den braucht keiner. Ich würde das nicht machen, aber... Ich würde das nicht machen. Ja, aber es interessiert keinen, was Sie nicht machen würden. Die Dame wird jetzt irgendwann mal zurückgestuft und darf nach einem selbstverschuldeten Unfall dann aufgrund Ihres Expertentipps die höheren Prämien latzen. Weil Sie meinen, Rabattschutz braucht man nicht. Mann, Mann, Mann. Über den Rabattschutz machen Sie sich nochmal Gedanken. Ja, drin lassen. Und wenn sie überlegt, sie hat im Augenblick Vollkasko und sie braucht es vielleicht irgendwann doch nicht mehr, dann wären sogar 300 Euro drin. Nee, echt? Wenn sie Vollkasko rausnimmt, spart sie. Verrückt, wer hätte das gedacht? Hätten Sie das erwartet? Nein. Nein, ich hätte nicht gedacht, dass ich was spare, wenn ich was weglasse. Genau, wir haben exakt den gleichen Versicherungsschutz mit den gleichen Eckpunkten, die Sie bisher hatten, reingenommen ins System und geguckt, was da an Preisen rauskam. Was da an Preisen rauskam? Das erinnert mich doch an, na, was war da nochmal? Da war doch mal dieser Online-Kfz-Versicherer Ineas. Ah ja, was war nochmal gleich mit dem passiert? Insolvent. Ja, aber wer hatte den denn empfohlen?
Viel zu klein kennt ja keine Sau, ne? Pikanterweise hatte die Zeitschrift Finanztest noch in ihrer Ausgabe November 2009 Ineas Beitragsniveau als weit besser im Vergleich zum Durchschnitt hervorgehoben. Was suggeriert, dass eine niedrigere Prämie etwas Gutes sei. Tja, und dann hatte man einen Vollkasko oder einen Teilkaskoschaden und genau, die Kohle war weg. Ja, macht ja nix. Billig ist halt super und darum ging es ja auch in dieser Sendung. Günstiger ist günstigste, günstiger, günstigste, sparen, sparen, billiger, günstiger, billiger. Wissen Sie, was Sie angerichtet haben mit Den Haag? Millionen Menschen, die morgen müde zur Arbeit gehen, weil sie jetzt nach der Sendung noch im Netz hängen und in den Vergleichsportalen die Tarife checken. Genau, Millionen von Menschen, die wieder keine fachlichen Informationen bekamen, sondern wieder mal nur einer persönlichen Meinung eines Experten ausgeliefert waren. Der übrigens für keine seiner Aussagen haftet, aber dafür jetzt definitiv richtig tolle Freunde bei Check24 und Verifox gewonnen hat. Und bei der Hook 24. So funktioniert übrigens kapitalistischer Journalismus. Nein, das wäre ein Vorwurf, das darf ich nicht sagen. So funktioniert manchmal übrigens auch Journalismus. Darf ich das sagen? Ich sag's jetzt einfach. Kurzes Fazit von mir. Billiger ist nicht cool. Günstiger ist auch nicht immer richtig. Es geht nämlich nicht um den Preis, wenn du eine Versicherung abschließt. Es geht ausschließlich um die Leistung, die du für deine Situation absichern musst, brauchst, willst. Auch dann kommt noch nicht der Preis, sondern erst einmal die Gesellschaft, also die Versicherung, auf die du dich aufgrund von Größe, Erfahrung und bestenfalls einem persönlichen Kontakt verlassen kannst. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, diese Sendung für euch auseinanderzunehmen und zu kommentieren. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr das Video teilt, liked, kommentiert. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vielleicht vermisst habt oder was ihr ganz anders seht als ich. Zum Beispiel das Thema mit dem Dispo. Das wäre so eine Sache, die ich gerne mit euch diskutieren würde. Ist es cool, in den Dispo zu gehen, Schulden zu machen, bei der Bank also ins Minus zu gehen, nur damit man seine Kfz-Versicherung jährlich bezahlen kann? Oder gibt es da nicht vielleicht auch bessere Möglichkeiten? Dazu bitte mal alles unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, euer Stefan.